Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonfly unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault und den will ich gleich mit zwei Charakteren aufmachen. Einmal mit meinem Main und dann noch mit einem Twink, dem Worry, wo ich die Legendary-Waffe am Farmen bin. Und ja, ich würde sagen, wir gucken gleich mal rein. Als allererstes hier beim Main, ich habe jetzt auf Wildheit gestellt, mit dem war ich ein bisschen im M-Plus unterwegs. Und ja, mal gucken, was für Schickes rausziehen. Ich hoffe, irgendwas Nettes, wo ich noch ein T-Mock kriege. Ah, nice, die Hosen. Die nehmen wir doch auf jeden Fall. Da gibt es ein T-Mock, ist auch Set. Und ich habe quasi ein schlechteres Item an. Ja, das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Wunderbar. Und dann können wir nachher auch noch bei meinem Twink reingucken. So, haben wir auf jeden Fall das schon mal. Jetzt bin ich gerade überlegen, da müsste ich noch so eine Verzauberung im Optimalfall reinmachen, ne? Dann machen wir das doch mal. Also ich ziehe die jetzt schon mal an. Jetzt bin ich gerade überlegen, brauche ich die Hosen noch für irgendwas? Ah doch, das sind PvP-Hosen. Die sollte ich nett wegtun, weil ich die dann auch brauche, wenn ich vielleicht nochmal ein bisschen PvP spiele. So, jetzt würde ich sagen, tun wir sie erstmal drüber mocken, die Teile. Also, einmal so. Und dann kaufe ich mir, dass ich es nicht vergesse, noch hier die Verzauberung. Und zwar, wo haben wir das Ding? Gegenstandsverbesserungen und dann Hose müsste es drin sein. Ich könnte es mir wahrscheinlich als Lederer auch selber bauen. Ich sehe jetzt aber nicht zufällig, wie das heißt, oder? Naja gut, Beweglichkeit und Ding, das wird irgendwo hier unten sein, schätze ich mal. Eins von diesen Rüstungsdingern. Was hatte ich denn vorher drauf? Ich glaube, ich hatte die drauf, ne? Naja, 2K. Ich glaube, wenn man die sich selber bauen will, da muss man hier ein bisschen Eifer reinhauen für den Proc. Aber gut, ich kaufe es mir jetzt einfach, dann habe ich es weg. So, das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Denke ich mal, auch ein gutes Upgrade. T-Mock hat es auch noch gegeben. Wunderbar, jetzt gucken wir mal rein. Zwecks den Sets. Ja, Mythic habe ich jetzt auch die Hosen. Ich hatte sie aber nicht im HC. Wie geht denn das? Wait. Sind die anderen, die ich... Ah nein, das sind PvP-Hosen, ne? Deswegen reicht es bei denen nicht. Müsste ich mir irgendwo nochmal Hosen holen, die... Oder ich wandle die einfach um in HC. Das würde gehen. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich da zum Katalysator laufe. Ich glaube, das machen wir. Packen wir diese Hosen, die ich aus der Rabenwehr anscheinend habe, einmal in den Katalysator rein. Und dann gucken wir. Ich glaube, das wäre ein Plan. Flattern wir mal schnell hoch. Weil ich habe hier noch ein paar Teile rumliegen, ne, die ich aus dem M-Plus rausgezogen habe. Und da dachte ich mir schon, ja, wenn, dann packe ich sie irgendwann, wenn ich die Charges habe, in den Katalysator. Und dann dementsprechend werte ich es halt ab, wenn ich die Marken habe. Aktuell laufe ich immer nur eine M Plus pro Woche. Einfach nur, um einen Teil zu kriegen. Halt minimaler Aufwand, um quasi nach der Season das komplette Set voll zu haben. Genau. Ich bin übrigens jetzt dieses Mal ein bisschen später dran. Normalerweise kommt ja immer das Vault Opening am Donnerstag. Aber ich war jetzt krank unter der Woche, deswegen habe ich es ein bisschen nach hinten verschoben. Aber ich denke mir, ist jetzt auch nicht so wild. So, also da können wir es einmal reinpacken. Danach kann ich das Ding eigentlich verkaufen, oder? Dann werde ich es nicht mehr brauchen. Jetzt schauen wir mal. Ja, weil upgraden kann ich es auch nicht. Heißt, das ist in jeglichen Belangen ja schlechter. Außer, dass es unzerstörbar ist, ne? Also ich muss es theoretisch nie reppen. Aber, naja, gut. Also das Ding können wir schon mal die Hasen geben. Hätte ich gesagt. Dann porten wir uns runter und dann kann ich nochmal umloggen. Und zwar hätte ich gesagt, dass ich dann auf meinen Worry gehe. Mit dem war ich ein bisschen im LFR unterwegs. Und zwar habe ich mit dem wieder die letzten zwei Bosse im LFR umgehauen. Schlichtweg deswegen, um diese Legendary-Waffe zu kriegen. Bis jetzt mit leider mäßigem Erfolg. Also ich kriege immer nur diese komischen Upgrade-Items. Also, beziehungsweise das heißt Upgrade-Items, halt so Items, wo man dementsprechend, ja, eine höhere Chance hat, das Legendary-Ding rauszuziehen. Schauen wir mal. Irgendwann kriege ich es hoffentlich. Da gibt es nämlich auch eine Questreihe, ein paar Quests, die ich natürlich auch sammeln will. Und natürlich dann auch die Legendary-Waffe an sich, ne? Und ja, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich auch vielleicht NHC oder vielleicht sogar HC mit dem reinlaufe. Aber ich ziehe es einfach mit dem LFR durch und mal gucken. Irgendwann kriege ich es schon. So, jetzt schauen wir mal, was wir da noch Schickes drin haben. Ich habe auch noch ein paar Sachen, die ich so zum Upgraden habe. Also wenn da jetzt ein Item drin ist, was ich schon habe, wie es jetzt der Fall ist. Das ist jetzt eine Hose, da habe ich auch schon Normal. Also es macht gar keinen Sinn, die zu nehmen. Dann nehmen wir jetzt die Marken.
Und dann müsste ich hergehen können und einmal hier das Upgrade-Teil kaufen. Gut. Und zwar habe ich noch irgendwo was rumliegen gehabt, was, wenn ich es noch upgrade, da kriege ich dann noch einen T-Mog raus, meine ich. Jetzt muss ich bloß schauen, was das war. Genau, ich glaube, die Brust ist es, ne? Also die Brust kann ich quasi auf dem HC-Item-Level upgraden, so wie es aussieht. Mit diesen Marken, ja. Und dann müsste ich noch mal einen T-Mog kriegen. Genau, jetzt ist die nämlich quasi auf... Halt, das ist die falsche Brust. Die hier ist es, ne? Auf 5 von 8. Und wenn ich sie jetzt in den Katalysator reinpacke, dann müsste ich sogar noch zusätzlich was bekommen. Jetzt muss ich mal schauen, da müsste ich nochmal das Tierset kriegen. Also, ah ne, warte mal, HC-Tierset, sagt der, hab ich schon. Wahrscheinlich sieht die genauso aus. Ich vermute mal, ich müsste noch eine andere ID kriegen, wenn ich sie jetzt in den Katalysator packe. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Weil, ja, das ist nämlich das Item von quasi Fyrak an sich. Wo ist denn das eigentlich her? Das ist ja normal, oder? Achso, nee, weil ich es ja abgegradet habe. Stimmt, das habe ich aus dem LFR wahrscheinlich mal gekriegt. Und dann jetzt durchs Upgraden steht normal dran. Okay, genau. Hier kriege ich jetzt auch nochmal ein Thema. Ich habe sogar 6 Charges, also da geht was. Wunderbar. Gut, dann haben wir doch jetzt da nochmal einige Timok-Teile rausgezogen. 4 Stück mit jedem Char 2 Mocks. Und ja, damit sind wir wieder durch für die Woche. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Warte mal, das können wir jetzt sogar noch austauschen hier. Das ist jetzt in jeglichen Belangen besser. Also wie gesagt, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein. Und ja, dann würde mich nur interessieren, was habt ihr so in der Vault gehabt? Irgendwas Krasses, irgendwas Tolles. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.